Willkommen, meine Lieben, zu dieser super sanften Yin-Yoga-Einheit, welche dir dabei helfen wird, nach innen zu gehen, dich der Außenwelt zu entziehen und zurück zu dir selbst zu kommen. Die heutige Yoga-Klasse ist mit 432 Herzmusik unterlegt, um dich auf einer noch tieferen Ebene bei deiner Heilung zu unterstützen. Diese Klasse wurde vor einem kraftvollen Vulkan in Guatemala gefilmt. Das heißt, dass das gesamte Video durchzogen ist von dieser potenten Erdenergie. Wir beginnen heute auf den Fersen sitzend. Bring deine Knie breit auseinander, schieb die Hände nach vorne, dann bring deine Stirn zum Boden. Dieses Asana ist wundervoll erdend und verbindet dich und deinen Körper mit der Erde unter dir. Und dann heb langsam deinen Kopf nach oben, schieb deine linke Hand nach rechts und kreuze deinen rechten über deinen linken Arm. Und dann bring deine Stirn entweder auf deine Arme oder auf den Boden. Komm zurück zu deiner Atmung. Nimm wahr, wie sich die Luft sanft durch deinen Körper zieht, während du langsam ein- und ausatmest. Lass deinen Atem dich in einen tiefen, meditativen Zustand bringen. Lass deinen Atem dich tiefer in dich selbst führen. In diesem Moment musst du gerade nirgendwo sein, außer hier und jetzt, im gegenwärtigen Moment. Ich weiß, die Welt kann ein schwerer Ort sein, einen Rückzugsort in uns selbst zu finden, indem wir uns sicher fühlen, uns in unserem Körper zu Hause zu fühlen, ist deshalb so ein wichtiger Schritt unserer Heilung. Sei dir darüber bewusst, dass du immer von dir selbst getragen wirst. Du bist dein eigener, sicherer Ort, an dem du dich zurückziehen kannst. Und dann heb langsam deinen Kopf nach oben und wechsel die Seiten, schieb deinen rechten Arm nach links und kreuz deinen linken über deinen rechten. Und dann bring die Stirn wieder zum Boden oder leg sie auf deinen Arm ab. Stimm dich wieder auf den sanften Rhythmus deines Atems ein. Lass dich voll und ganz in den jetzigen, vollkommenen Moment fallen.
Spüre deine Lebendigkeit, dein wundervolles, kräftiges Herz in deiner Brust schlagen. Spüre, wie diese Einfachheit die Quelle von allem ist. Werde weicher mit jedem Atemzug, werde weicher. Und dann heb deinen Kopf langsam wieder nach oben. Lass dir Zeit. Schieb deine Hände zurück Richtung Knie. Und setz dich aufrecht auf. Lass uns hier unsere Schultern ein paar Mal zurückkreisen. Bei unserer nächsten Einatmung öffnen wir die Arme nach hinten oben zur Seite und blicken Richtung Himmel. Wenn wir ausatmen, schieben wir die Arme nach vorne, bis wir uns selbst umarmen. Einatmen, öffne die Arme, blick nach oben. Ausatmen, schwing die Arme um deinen Körper herum. Einatmen, komm in ein sanftes Hohlkreuz, öffne die Arme. Ausatmen, runde deinen Rücken und umarm dich selbst. Lass uns das noch dreimal machen. Wir atmen ein, öffnen unseren Körper nach oben und wenn wir ausatmen, geben wir uns selbst eine große Umarmung. Einatmen, öffne dich, Blick geht nach oben. Ausatmen, runde den Rücken und umarm dich selbst. Atme tief ein und schaff ganz viel Raum in dir. Atme aus, halt dich selber fest. Und dann bleib hier. Wenn du möchtest, kannst du dich ganz sanft von links nach rechts bewegen und hin und her schwingen. Spüre, wie wundervoll es sich anfühlt, von dir selbst gehalten zu werden. Nimm dir diesen Moment, um deinem Körper zu sagen, dass du ihn liebst. Und dann löst das Ganze wieder auf. Schieb deine Fingerspitzen nach vorne und komm in einen Vierfüßlerstand. Von hier bring die linke Hüfte zu Boden und schwing in einem Halbkreis nach drüben, nach rechts. Bring die rechte Hüfte nach unten. Geh wieder zurück nach links und bring die rechte Hüfte Richtung Matte und die linke Hüfte. Wir schaffen hier einfach ein bisschen Mobilität und Bewegung im Körper. Bring noch einmal die linke Hüfte zum Boden. Und dann komm wieder zurück in die Mitte und senk deinen gesamten Körper langsam nach unten auf deine Matte ab. Und dann beug dein linkes Bein und schieb dein linkes Knie auf die Höhe von deiner linken Hüfte. Drück in deine rechte Hand. Und dann schieb deinen linken Arm durch deine rechte Schulter durch und leg dann die linke Seite deines Gesichts entweder auf deine rechte Hand oder auf den Boden.
Erlaube dir selbst, in den Boden hineinzufließen. Erlaube dir selbst, alles loszulassen, was dir nicht länger dient. Alles loszulassen, was heute passiert ist. Jegliche Gedanken an die Vergangenheit, an die Zukunft. Gib sie mit jedem Atemzug in den Boden unter dir ab. Spüre, wie all diese Dinge deinen physischen Körper verlassen und sie nach unten aus dir herausfließen. Sei dir darüber bewusst, dass du die schweren Dinge ablegen darfst, dass du sie nicht tragen musst. Du darfst loslassen. Du darfst gewisse Dinge, Menschen, Energien aus deinem Feld entfernen. Du darfst deine Grenzen setzen. Heb jetzt langsam deinen Kopf nach oben. Begradige dein linkes Bein. Schieb es zurück nach hinten, mach ein kleines Kissen mit deinen Händen, beug beide deine Beine und dann lass deine Füße jeweils von links und rechts hin und her fließen. Und dann begradige deine Beine wieder, beug jetzt das rechte Bein. Zieh dein Knie nach oben, sodass es parallel zur Hüfte ist. Drück in deine linke Hand hinein und schieb deinen rechten Arm durch die linke Schulter durch. Und dann bring wieder die rechte Seite deines Gesichts entweder auf deine linke Hand oder auf den Boden. Und dann schließ hier wieder deine Augen. Spüre wieder die Verbindung zu dir selbst und zur Erde unter dir. Erde dich tiefer mit der Hilfe von tiefen Atemzügen in deinen Bauchraum. Dieses Mal, anstatt Dinge von dir abzugeben, visualisiere, wie du Energie von Mutter Erde empfängst. Visualisiere, wie ein warmer, goldener Energiestrom vom Boden langsam in deinen Körper hineinfließt. Dann heb langsam wieder deinen Blick nach oben, schieb dein rechtes Bein zurück und drück dich mit der Hilfe deiner Hände
wieder zurück. Bring deine Knie zusammen und komm hier wieder in eine Kindshaltung. Diesmal bringst du die Arme neben deinen Körper, die Stirn zu Boden. Bewege sanft deine Stirn von links nach rechts. Spüre die tiefe Intimität, die dieses Asana mit sich trägt. Und dann heb auch hier wieder langsam deinen Kopf und lass dir deine Hände dabei helfen, dich nach oben in eine sitzende Position zu drücken. Lass deine Hände auf der Matte nach vorne gleiten, stülp deine Zehen um und drück dich in einen sanften, herunterschauenden Hund, während du beide Beine gebeugt hältst. Lass uns hier ganz viel Raum, ganz viel Weite im Rücken schaffen. Und nur wenn es sich für dich richtig anfühlt, kannst du beginnen, die Beine zu begradigen. Vielleicht möchtest du dich hier sanft bewegen. Vielleicht möchtest du wie ich in der Stille bleiben. Und dann lauf langsam mit kleinen, bewussten Schritten an den Anfang deiner Matte. Greif dir deine Ellenbogen mit beiden Händen. Beug wieder deine Beine tief an, sodass sich dein Oberkörper mit deinen Oberschenkeln verbindet. Dann beweg dich sanft von links nach rechts. Schwebe hin und her. Bring jetzt deine Fingerspitzen zum Boden und setz dich langsam auf deine Matte. Und von hier begradige beide deine Beine. Atme ein, bring die Arme nach oben, schieb sie Richtung Himmel. Und wenn du ausatmest, beugst du dich langsam über deine Beine. Vielleicht möchtest du die Hände unter deinen Knien platzieren. Vielleicht willst du deine Knöchel greifen oder deine großen Zehen. Du entscheidest selbst, wie tief du heute gehen möchtest. Es ist deine Praxis. Und dann kannst du dir an dieser Stelle natürlich auch sehr gern ein Kissen nehmen, auf das du deine Stirn ablegst, oder du lässt deinen Kopf, so wie ich, einfach schwer nach unten sinken. Entspann die Muskulatur in deinem Nacken. Spüre, wie dir jede Ausatmung dabei hilft, tiefer in diese wundervolle Dehnung hineinzufließen. Spüre, wie dir deine Ausatmungen dabei helfen, dich tiefer in deinen Körper fallen zu lassen und immer weicher zu werden.
dann komm langsam wieder zu dir und heb sanft deinen Kopf nach oben. Greif jetzt deinen linken Fuß mit beiden deinen Händen und zieh ihn zu dir heran. Und dann stell ihn an die Außenseite deines rechten Knies. Atme ein, bring die Arme nach oben. Und wenn du ausatmest, drehst du dich nach links auf, bringst den rechten Ellenbogen an dein linkes Knie. Und vielleicht möchtest du hier deinen rechten Arm beugen, deine rechte Hand auf deinen Oberschenkel legen, um die tiefe Verbindung zu dir selbst beizubehalten. Finde in jeder Einatmung mehr Länge. Und dann dreh dich wieder zurück, schnapp dir deinen linken Fuß und schieb ihn wieder nach vorne. Dann greif dir deinen rechten, schieb ihn an dich heran und stell ihn an die Außenseite deines linken Knies. Atme ein, bring die Arme nach oben. Atme auf, dreh dich auf nach rechts. Du kannst auch hier sehr gern wieder deinen linken Arm beugen und deine linke Hand deinen Oberschenkel berühren lassen, um dich selbst zu halten. Denk auch hier wieder daran, mit jeder Einatmung deine Kopfkrone ein klein wenig mehr Richtung Himmel zu schicken. Und dann dreh dich wieder nach vorne, schnapp dir deinen rechten Fuß. Lass ihn nach vorne Richtung deinem Linken gleiten. Komm noch einmal in diese wunderschöne Vorbeuge. Und während du dich aufsetzt, zieh beide deine Knie an dich heran und umarm dich selbst. Bring deine Stirn auf deine Knie. Beginne hier damit, dich ganz sanft von links nach rechts zu bewegen. Tiefer und tiefer in dir selbst anzukommen. Spüre die Schönheit darin, so wundervoll intim mit dir selbst zu sein. Die Schönheit darin, dich selbst zu halten. Dich selbst durch dieses Leben zu tragen. Spüre, wie kraftvoll es ist, dass du immer für dich selbst da bist. Du bist dein eigener Rückzugsort, an dem du dich sicher fühlen darfst. Sei dir darüber bewusst, dass du zu jedem Zeitpunkt an diesen Ort zurückkommen kannst. Er ist immer präsent in deinem Leben. Und dann nimm dir wieder die Zeit, die du brauchst, um langsam deinen Kopf zu heben. Rutsch auf der Matte hier gern ein kleines Stück nach vorne. Und dann leg dich mit deinem Rücken ganz nach unten. Bring beide Knie an dich heran. Beweg sie sanft von links nach rechts. Dann umarm dich hier noch einmal selbst. Bring deine Stirn noch einmal Richtung Knie und werde zu einem großen Ball. Nimm einen letzten tiefen Atemzug ein. Und wenn du ausatmest, löst das Ganze wieder auf und dann dreh dich hier direkt auf eine deiner Seiten
Mach ein Kissen mit deinen Händen und zieh deine Knie an dich heran. Und dann bleib hier in dieser wundervoll sanften Fötusposition. Dieses Asana ist eine wundervolle Repräsentation für eine Wiedergeburt. Denn genauso liegen wir im Mutterleib, bevor wir in diese Welt geboren werden. Also lass dich selbst wiedergeboren werden, während du dich langsam nach oben in eine sitzende Position bewegst. Bring deine Hände auf deine Oberschenkel, beginne damit, sie sanft zu massieren. Lass alles, was du in den letzten 30 Minuten gespürt hast, hier wirklich nochmal tief in deinen Körper hineinsinken. Und dann lass uns die Yoga-Praxis wie immer mit zwei tiefen Atemzügen beenden. Wir atmen ein, bringen die Arme nach oben über den Kopf. Wir atmen aus, bringen die Hände vors Herz. Noch einmal atme ein, schieb die Arme nach oben. Ausatmen, bring die Hände vors Herz ins Anjali Mudra. Verneig dich vor dir selbst. Danke, dass du hier bist. Von meinem Herzen zu deinem. Namaste. Ich danke dir so sehr dafür, dass du hier bist. Es hilft mir wirklich unglaublich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Um mir dabei zu helfen, mehr freies Yoga zu kreieren und es mit der Welt zu teilen. Danke.